jemand sich freute, dass es jetzt wieder normal war. Und für uns, die Antifaschisten, die Kinder von deutschen Antifaschisten, dauerte diese Verdrängung, diese normale, schöne Periode, weil sie normal war, 8 Monate, denn dann kam der Hitler-Stalin-Pakt. Und der wurde ja in der Sowjetunion, hier heute gibt es diese außenpolitischen Geschichten, das ist alles nur ein Nebenaspekt. In der Sowjetunion wurde doch groß gezeigt, wie Ribbentrop ankam und der Moskauer Flughafen geschmückt war mit Hakenkreuzfahnen und Sowjetfahnen. Hakenkreuz, Sowjetfahnen. Nebeneinander. Und das Orchester der Roten Armee spielte also die Internationale, das war damals die Nationalhymne der Sowjetunion, und dann Deutschland, Deutschland über alles und dieses Ross-Wessel-Lied. Und das wurde propagiert. Also da kam wieder diese Periode. Das war der zweite große Schock. Und dann ging die zu Ende und dann begann der Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion. Und wir hatten also auswendig gelernt, immer, der nächste Krieg wird auf feindlichem Territorium stattfinden. Die Rote Armee ist stark genug, um jeden Aggressor sofort zu verfolgen. Und dann erleben wir diesen Rückzug der Roten Armee, bis die deutschen Truppen bis vor Leningrad, bis vor Moskau, weit in die Ukraine hinein, riesige Gebiete und die Armee, an die wir glaubten, erwies sich also als unfähig, das zu führen. Wir waren ja die Deutschen, die jungen Genossen, also die Söhne und Töchter deutscher Antifaschisten, wir waren alle im zivilen Luftschutz in Moskau und waren dann auf den Dächern und haben also die Brandbomben unschädlich gemacht. Wenn es richtige Sprengbomben waren, dann waren wir eben weg. Aber wenigstens Brandbomben. Und das, ja, und dann waren wir also dabei und besorgt, aber entschlossen. Und dann wurden wir zur Miliz gebeten, wurde alles abgestempelt. Und im September wurden alle Menschen, einschließlich Antifaschisten und überzeugte Kommunisten, wo Deutsch drin stand, Nationalität, 21 Tage mit Güterwagen nach Kasachstan zwangsumgesiedelt, nicht evakuiert. Das heißt, eine Sache nach der anderen passierte. Man wurde immer wieder kritisch, aber dann war das ein ständiges Hin und Her. Ich glaubte sehr lange an etwas ganz Einfaches. Der Marxismus-Leninismus, davon war ich fest überzeugt, ist keine politische Auffassung. Es gibt so irgendwelche politische Richtungen da, Sozialdemokraten, Liberale, religiöse Richtungen, also irgend so eine Sache. Aber das sind Meinungen. Wir haben keine Meinung. Der Marxismus-Leninismus ist eine wissenschaftliche Erkenntnis und steht damit turmhoch über diesen ganzen Kram, was dann diese anderen politischen Parteien und Richtungen da propagieren. Wir sind überlegen. Und weil wir sind überlegen, weil es eine Wissenschaft ist, die in der Lage ist, als einzige Wissenschaft, Marxismus, Leninismus, alle Vorgänge, Urgemeinschaft, Sklavenhaltersystem, Feudalismus, Kapitalismus und den weltweiten Übergang zum Sozialismus zu erklären, zu begründen. Aber die Tatsache, dass man das kann als Marxist-Leninist, bedeutet nicht, dass man da zuschauen guckt, sondern durch die Kenntnis der Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung kann man dann genau beurteilen, wohin alles geht und wie man den welthistorischen Prozess beschleunigen kann. Welthistorischen Prozess beschleunigen durch die Kenntnis des Marxismus-Leninismus. Und ja, natürlich, also das gibt es in der Sowjetunion Schwierigkeiten. Es war eines der rückständigsten Länder. Die Folgen dieser Rückständigkeit lassen sich bemerkbar machen. Und dann, ich habe nicht alle Genossen, haben das theoretische Rüstzeug. Manche begreifen nicht alles oder manche begreifen es nur formal und können es nicht richtig durchsetzen. Das geben wir ja auch alle zu. Aber grundsätzlich sind wir allen anderen überlegen. Und die anderen, die haben also keinerlei Beweiskraft, das sind Meinungen. Und außerdem,
verzetteln sie sich in Kleinkram, wie man dieses besser macht, da und dann, dann reden die über irgendwelchen Kleinkram, während unsere Aufgabe ist, den welthistorischen Prozess des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus zu beschleunigen. Das ist ja schließlich eine historische Aufgabe. Und das war so die Stärke dieser Ideologie, wobei immer unterschieden wurde, genau im Gegensatz zum Westen, zwischen Grundsatzfragen und aktuellen Fragen. Im Westen sind die aktuellen Fragen die wichtigen und stehen, darüber redet jeder, und die Grundsatzfragen, die bleiben so ein bisschen stecken. Während im Kommunismus war es eben umgekehrt. Wir hatten zwei Arten von Seminaren in der Sowjetischen Hochschule. Die grundsätzlichen Seminare. Da ging es um Grundsatzfragen und dann so aktuelle Sachen da, diese aktuellen Seminare. Jeder Student wusste, die Grundsatzfragen sind entscheidend, aktuelle ist nicht so wichtig. Und die Missachtung aktueller Dinge und die Konzentrierung auf Grundsätze bedeutete eine Stärkung der Ideologie. Und letztlich war entscheidend, dass es immer vier Ebenen gab. In die meisten Ideologien werden einfach so verbreitet. Die kommunistische Ideologie in der Sowjetunion gab es die untere. Die nannte man Massenagitation. Das war das Zeug, was so in der Tageszeitung drin stand und so. Das war so ein bisschen für die Dummen. Dann gab es die Kreis- und Bezirksebene. Da gab es schon richtige Schulung und da wurde das auf höherer Ebene. Und da wurde gesagt, also in unserer Massenagitation haben wir manches vereinfacht. Also man sagte nicht geschwindelt, aber vereinfacht. Aber jetzt lernen wir also schon die Höhere. Und wenn man das hinter sich hatte, kam man in die Ebene der Unionsrepublik. Und das war schon, da gab es schon 6-Monats-Lehrgänge und das wurde also schon, das war schon ernster. Und wenn man, da wurde wieder gesagt, wir haben also bei den Kreisen, da war ein bisschen vereinfacht, aber jetzt und so. Und wenn man, dann kann man ganz hoch zur zentralen Parteischule, Parteihochschule der Sowjetunion, Akademie der Wissenschaften. Und da wurde nochmal abgehoben und auf allem höchsten Niveau wurde dann die Ideologie, die vier Stufen haben äußerst viel beigetragen, um die Ideologie glaubhaft zu machen. Denn jedes Mal konnte man sagen, naja, auf der Ebene ist noch nicht, aber bei der nächsten Ebene wird es sein. Und das bedeutete, dass die Abkehr von der Ideologie ein langer und schwieriger Prozess war. Es kam immer Zweifel bis zur Opposition hin, aber kurz bevor man endgültig oppositionell war, wurde es wieder besser mit neuen Hoffnungen. Und das war eine Wellenbewegung. Eine Wellenbewegung und jedes Mal wurde die Welle tiefer und man war kritischer. Und dann ist es so, dass man zuerst die Missstände, Ungerechtigkeiten und Fehler im eigenen Bereich kennenlernt. Und ich habe also erlebt, Landwirtschaftsfunktionäre, die sagen, diese wahnsinnige Landwirtschaftspolitik, diese SED, oder umgekehrt die wahnsinnige Kulturpolitik, ohne zu wissen, dass das bei den anderen auch nicht anders ist. Man glaubt, der eigene Bereich, das ist die Katastrophe. Aber dafür sind die anderen gut. Und das ist also, die beginnende Opposition ist nur für einen Bereich. Und dann kommt der Umschlag, dass man plötzlich erkennt, das ist ja nicht nur in der Kulturpolitik so. In der Landwirtschaft geht es ja auch nicht. In der Planwirtschaft klappt es ja auch nicht. Und dass man also erkennt, dass es ein Gesamtproblem des Systems ist, eine gesamte Fehlentscheidung. Und die letzte Stufe ist dann, wenn man sagt, es genügt ja nicht, dass ich dagegen bin, was da ist, sondern ich muss ja eine Alternative haben. Und ich muss ja irgendwie eine, ich muss ja wissen, warum und was ich stattdessen anders will. Und dabei war eben in meinem Fall ganz eindeutig, dass ich Jugoslawien Titus, der Bruch war im Sommer 1948 und sehr bald, ich bekam ja die ganzen Materialien,
sah ich, dass die das anders machen wollen. Der Bruch zwischen Stalin und Tito. Im Sommer 48 haben die jugoslawischen Kommunisten gesagt, wir denken nicht daran, uns für Dinge zu entschuldigen, die wir nicht gemacht haben. Und stattdessen wollen wir erstmal protestieren gegen die Tätigkeit des sowjetischen Nachrichtendienstes im sozialistischen Jugoslawien. Und das hat es ja noch nie gegeben. Und also haben protestiert und eigene neue Wege beschritten. So dass und daher war es dann ein logischer Schritt, unter Lebensgefahr aus der Sowjetzone nach Jugoslawien zu fliehen. Professor Leonhard, das Filmepos Befreiung wurde zum 25. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus gedreht. Wenn wir uns vielleicht nochmal in die politische Situation dieser Zeit zurückerinnern, in das Jahr um 1970, für all die jungen Zuschauer, die daran gar keine Erinnerung haben, 1964 ist ja Chruschtschow abgelöst worden durch Brezhnev. Wie war diese erste Periode der Brezhnev-Ära politisch einzuschätzen? Stalin war grauenvoll, aber groß. Chruschtschow war widerspruchsvoll, aber der erste Versuch, kritisch die eigene Geschichte zu verhandeln, der Versuch, neue Wege zu beschreiten, manches nicht durchdacht und so, aber es war ein erster Reformationsversuch im Kommunismus. Und dann kam Brezhnev im Oktober 1964, 18 Jahre, bis November 82 war die Brezhnev-Ära. Die Brezhnev-Ära wird leider fälschlicherweise im Westen als Stabilität, und da kam ja die ersten Verhandlungen, war eigentlich ganz schön und so. Davon kann keine Rede sein. In Wirklichkeit war die Brezhnev-Ära eine Epoche des Niedergangs. In diesen 18 Jahren schmolz die Zahl der ideologisch überzeugten sowjetischen Kommunisten, schmolz da weg. Es gab kaum noch in der Brezhnev-Ära Leute, die wirklich überzeugt waren. In der DDR gab es das noch, zum Teil in Bulgarien, aber in der Sowjetunion nicht mehr. Dann der Glaube an das sozialistische Eigentum verschwand ja, denn es war ein offenes Geheimnis, dass heimlich riesige Privatfirmen schon entstanden, die damals also natürlich offiziell verboten waren, aber das konnte man sehr leicht mit entsprechenden Korruptionsgeldern konnte man weiter tätig sein. Das heißt, die Basis, das sogenannte sozialistische Eigentum, schmolz auch dahin. Kollektivwirtschaften standen ja nur noch auf dem Papier. Das wurde in Wirklichkeit schon alles unterhöhlt. Und es gab keine wirklich überzeugten Funktionäre mehr. Man sprach das Zeug nur so dahin. Und Brezhnev selbst gab dafür ein Beispiel. Es war also schon üblich, unter Stalin undenkbar, dass man also am Donnerstag nach Savidovo fuhr, also wo man dann zur Jagd ging oder so, und am Montag auch nicht mehr kam. Man arbeitete so Dienstag und Mittwoch, vielleicht noch Donnerstagvormittag. Es fehlte die innere Anteilnahme, die Verantwortung, die moralische Festigkeit, die ideologische Überzeugungskraft sank dahin und es war das Ende des Sowjetkommunismus. Das wurde nur äußerlich, kam das nicht zum Ausdruck, weil man spielte weiter, aber es war keine wirkliche Überzeugung mehr, sodass der Untergang der Sowjetunion vollzog sich unter Brezhnev 1964 bis 1982 und nur das äußere Bild führte dazu, dass viele Menschen, auch politisch interessierte Menschen, glauben, das sei unter Gorbatschow kaputt gegangen. Nein, der Zusammenbruch der Sowjetunion war unter Brezhnev. Das war das Ende de facto der Sowjetunion. Es dauerte noch eine Zeit, bis sich das nach außen widerspiegelte. So ähnlich wie Sterne versinken, aber das Licht bleibt noch.
So ist die untergegangene Sowjetunion, blieb noch, bis Gorbatschow den letzten Versuch einer Erneuerung machte. Aber dieser Versuch schlug fehl, nicht wegen Gorbatschow, sondern weil er viel zu spät erfolgte. 30 Jahre vorher hätte das vielleicht geklappt. Professor Leonhard, in Befreiung sehen wir Kriegsgeschehen und die Wirkung des Krieges auf die Soldaten in einer bis dahin im Film nicht gezeigten Brutalität. Damit wurde sicherlich auch ein Weg beschritten, offener mit der eigenen Geschichte umzugehen. Wir wissen aus der Biografie des Regisseurs, dass er selbst aktiver Kriegsteilnehmer war, Offizier war und aus nächster Nähe den Krieg kennengelernt hat. Diese Situation auch der Soldaten im Krieg, wie ist die bei Ihnen im Hinterland angekommen? Ja, es war also ganz eindeutig, dass durch die zunehmende Skepsis der Bevölkerung musste man wahrheitsgetreuer argumentieren. In Büchern, Theaterschauspielen, Filmen, wahrheitsgetreuer. Aber man konnte es ja nicht. Eine wirklich wahrheitsgetreue Schilderung hätte eben am 22. Juni 1941 beginnen sollen. Die Tatsache, dass man im März 1943 beginnt, war eine unglaubliche Verfälschung. Eine unglaubliche Verfälschung. Etwa so, wie wenn man heute die Bombardierung Dresdens so konzentriert sieht und gar nicht sagt, dass es vorher ein Coventry gab und England bombardiert wurde. Und das Ganze ist ja von der Nazi-Luftwaffe, hat ja diesen Luftkrieg begonnen. Und dann kam er erst auf Dresden. Ganz ähnlich ist es, wenn man im März 1943 beginnt, statt 22. Juni 1941. Dann gab es ein paar andere Sachen, die man nicht zeigen konnte. Um den Film doch glaubwürdig zu machen, wurden wenigstens die Szenen der Grauen des Krieges, das schwere Leben der Soldaten, also so ehrlich wie nur möglich gezeigt. Also positiv, es ist der erste Schritt zur Ehrlichkeit auf bestimmten Bereichen. Es ist noch nicht die objektive Wahrheit, weil man kann nicht über einen Krieg von 4 Jahren sich da irgendwas aussuchen, auf den man sich konzentriert. Es ist also der erste Schritt, positiv, kritisch, es ist nicht die historische Wahrheit. In diesem Film, Sie haben das schon angedeutet, wird natürlich eine ganze Reihe von historischer Fakten, Sie haben es jetzt eben nochmal gesagt, verschwiegen, weil sie verschwiegen werden mussten. Wir müssen ja auch einem jungen Publikum immer klar machen, dass solche Filme ja mit einer Zensur zu tun hatten. Die Zensur begann schon beim Drehbuch. Die Zensur ging dann weiter bei der Abnahme. Und diese Abnahme erfolgte auch in mehreren Stufen, denn solch ein Film wurde natürlich auch vom Politbüro abgenommen. Es werden hier Fakten ausgespart und trotzdem ist mir aufgefallen, dass, wie gesagt, Szenen gezeigt werden ab März 43, die von einer großen Ehrlichkeit zeugen, nämlich, dass der Krieg für den einzelnen Soldaten grausam war, dass es im Krieg sich widerlaufende Befehle gibt, dass es irrsinnige, irrwitzige Befehle gibt, die dann auch wirklich sehr, sehr viele Menschenleben kosten. Vielleicht an Sie nochmal als Zeitzeuge die Frage, wie sehr konnte man vom Kriegsgeschehen wirklich Wahres erfahren und wie sehr war sozusagen die Kriegsberichterstattung vor allen Dingen propagandistisch? Kriegsberichterstattung ist meistens propagandistisch.
kommunistisch. Das gilt nicht nur für sowjetische Filme über den großen Vaterländischen Krieg, sondern das gilt eigentlich für jeden Krieg. Das vermindert aber nicht die Bedeutung solcher Filme. Der Wunsch vieler Menschen, vor allem in Deutschland übrigens, alles muss genau richtig sein, ist für mich sehr bedenklich. Das gibt es nicht. Eine absolut richtige Darstellung übersteigt die Möglichkeiten eines Menschen. Auch Historiker. Wir haben die Aufgabe, die man sich selbst stellen muss und immer wieder kontrollieren, so nah der Wirklichkeit zu kommen, wie es einem Menschen gegeben ist. Aber der Anspruch, es muss immer alles richtig sein, halte ich für absolut illusorisch und aus dem undemokratisch. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja, also dann habe ich mein Graduiertenstudium in Oxford gemacht. Übrigens über historische Dinge der Sowjetunion. Und da fiel mir auf, ich war 2 Jahre, habe ich die Studie noch gemacht, dass das Wort richtig, das gab es nicht. In Oxford gab es das. Richtig gab es nicht. Correct gibt es nicht. Sondern, und false auch nicht. Also es gibt nicht richtig und falsch, sondern unsere Formulierung war immer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit einer beträchtlichen Wahrscheinlichkeit, mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, unvergesslich, high degree of probability, also hoher Grad, mehr gab es in Oxford nicht. Denn mehr gibt es auch gar nicht. Mehr als einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, es gibt nicht richtig. In der Geschichtsschreibung stellen wir jetzt raus, dass die Kleopatra ziemlich hässlich war. Und dass diese Geschichten mit dem Hermann der Cherusker, also ganz anders war, als das immer geschildert wurde. Also was man nimmt, wird noch hunderte von Jahren durch moderne Forschung festgestellt, was man früher geglaubt hat, stimmte eben nicht. Und deswegen, wir können nur erstreben einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir das erstreben und junge Menschen wissen, das ist noch nicht die endgültige Wahrheit, weil die gibt es ja nicht, aber ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, dann hilft das zu diskutieren. Ich glaube nicht an offizielle Festlichkeiten, wo dann also große Reden geschwungen werden auf höchstem intellektuellen Niveau einseitige Lobpreisungen. Das gibt's ja nicht. Das ist ja alles sehr widersprüchlich. Und deswegen bin ich so froh, dass diese Filme gezeigt werden, weil sie das Denken anregen. Und richtig sind, also hoher Grad von Wahrscheinlichkeit nach dem März 43. Mehr kann man nicht erwarten. Und ich bin also dafür, solche Dinge zu zeigen und sofort möglichst viel unterschiedliche Interpretationen. Und die jungen Menschen mit diesen unterschiedlichen Interpretationen klar vorgetragen zu konfrontieren. Und ich habe festgestellt, wenn man das tut, wächst das Interesse sofort drastisch an. Professor Leon hat abschließend die Frage, welche Bedeutung haben Filme wie Befreiung für ein heutiges, für ein junges Publikum? Außerordentlich. Ich glaube, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und wir leben in einer Zeit, wo man neue Wege der Kommunikation einschlagen muss. Ich bin sehr für seriöse historische Forschung. Ich bin ja schließlich Historiker, das darf man ja wohl sein. Aber ich bin der Letzte, der verlangt, dass das nun die einzige Tätigkeit im historischen Gebiet sein soll. Seriöse historische Forschungen, ja. Gleichzeitig aber bei den historischen Darstellungen nicht nur Dokumente, sondern Zeitzeugen heranziehen, damit man selbst die historischen Dinge erleben kann. Und noch mehr, unbedingt Theaterstücke, Filme, Fernsehfilme, Diskussionen darüber. Das heißt, neue, moderne Methoden, die Geschichte an
die Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, heranzubringen, mit der absoluten Freiheit zu diskutieren darüber, sich das Wissen zu vervollkommnen, und die Formen müssen so sein, dass die jungen Menschen nicht nur von heute zurückblicken, sondern das erleben, sich hineinversetzen können, hineindenken, mitfühlen mit den Menschen, die das damals erlebt haben, denn das, nur das Miterleben, sich hineindenken, hineinfühlen, bedeutet, dass man historische Dinge versteht. Nicht abstrakt sagen, heute sind wir die Klugen, damals waren die alle so doof und so. Nein, 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 sondern selbst miterleben. Und deswegen glaube ich, dass solche Filme wie der, den Sie erwähnen, von großer Bedeutung sind. Herzlichen Dank, Professor Lehner.